Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable, ja, mit einem wieder mal epischen Bild. In der letzten Folge haben wir... Oh, cool. Haben wir die Gilde verlassen sozusagen, beziehungsweise das Gebäude, die Gilde an sich nicht. Und können jetzt zum ersten Mal wirklich auf eigenen Füßen stehen. Gegen die besten Königin nützlich sein. Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Ja. Es sind neue Westen. Hat nicht funktioniert. Ja, wow. Aber eure Waffen haben sie nichts entgegenzusetzen. Dafür brauchte ich jetzt auch extra einen, der mir das sagt, dass neue Westen erschienen sind. Irgendwie nimmt die kaum Schaden. Meistens Schaden. Also dieser Zielmodus bringt es irgendwie. Aber jetzt können wir uns erstmal um diese nervigen Westen, die uns gerade angreifen. Allein schon wegen der Erfahrung, die sie bringen. So, jetzt bevor das Viech nochmal neu rutscht. Greift die Wespenkönigin erneut an. Denkt dran, ihr könnt auch eure Wespen hier einsetzen. Mistviech. Dafür stirbst du jetzt. Und mit einem schönen Kopfschuss haben wir das Viech getötet, wobei es sonderlich stark was ist. Können wir hier noch was mitnehmen? Nein, erstmal wird uns gedankt oder was, ja. Aber es ist komisch, dass die gleich aussehen. Ja, wobei von der Kleidung her nicht, das müssen wir uns selber lassen, nur die Köpfe sind gleich. Ja, und wir kriegen makabererweise den Kopf von der Westenkönigin und können den irgendwie uns in die Wohnung hängen oder einfach damit angeben. Wie geht's? Ein Held. Ja, ihr seid Bekannte, ihr seid mir erkannt, fand sogar gefürchtet, um eine Quest durchzuzeigen. Ja, ja. Ja. Gut. Ihr seid also Hühner. Und da unten links sehen wir an dem Zeichen, dass wir aufsteigen können. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Nein, aufsammeln. Danke. Grüner Apfel, ja. Ich glaube, die roten sind besser, aber egal. Und Standardbart kriegen wir. Ja, aber wir wollen kein Standardbart, also... Ich glaube auch, die können wir verkaufen. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall werden wir nicht mit Standardbart rumlaufen. So, was haben wir hier? Jacks Brümsieg im Schlachtenbuchling, ja, naja, toll. Okay. Geht es euch gut? Warum setzen sich alle hin? Naja, egal. So. Wir kehren erstmal wieder zum Aussichtspunkt zurück. Weil da, normalerweise würde ich mich jetzt teleportieren, aber da waren zwei Typen, die miteinander geredet haben. Oder werden wir jetzt mal gucken, warum. Mace sucht nach euch. Er erwartet euch in der Bowerstone-Taverne. Ja, also wir müssen das nächste nach Bowerstone. Oh, ein Königreich für ein Schwert. Ich würde euch stehenden Fußes aufspießen. Nett. Ich war mal ein Abenteurer, genau wie ihr. Und nun seht mich... Ah, ja. Ich hätte es wissen. Und was sagt ihr? Zieh dir die Vogelscheuche an. Toll, wow. Er denkt wirklich, die Leute geben ihm Gold. Was ein Grund ihn dafür. Also wenn ihr wollt, sage ich euch was, das ihn echt tier... Was für ein toller Grund, diesen Kleiner Typen dann zu belästigen. Ortsnase. Sprechen wir mal mit dem, ich weiß nicht, ich bin irgendwie für den Bettler. Ihr müsst ihn irgendwie loben. Denkt dran, dass kontextsensitive Gegenstände platzen und so. Ja. Kontextsensitive Gegenstände, wie vertreiben wir den Idioten? Hm. So scheinbar nicht. So? Ja, du bist so schlimm wie dieser Bettler. Tatsächlich. Ich verschwinde. Also man muss nicht immer mit Waffengewalt kämpfen. Das ist ja absolut urkomisch. Ihr verdient meinen Dank, oh Held. Irgendwie sieht er sehr, ihr findet sehr bestimmt viele Freunde auf euren Reisen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Hm. In Rollenspielen heißt das, dass er später dann in irgendwelchen Situationen, in denen man schon im Arsch ist, ankommt und mit einer kleinen Armee von irgendwas mitkämpft. Denke ich mir zumindest. Ah ja, wir mussten ja nach Bowerstone. Also bewegen wir uns zurück. Da ist ein Schlüssel, wie wir gesehen haben. Können wir das Teil... das Zeug einfach zerstören? Ja. Hm.
Dashen einfach drauf. Okay, wir haben Schaden genommen, also nächstes Mal schießen wir wirklich nur mit der Armbrust drauf und wir kriegen endlich mal einen Silberschlüssel. Ja, ja. Und wie bereits erwähnt, die verbrauchen sich nicht, man braucht halt ziemlich viele, aber für größere Kisten. Kann man da auch lesen, wohin es da geht? Ja. Also da geht's nach Bowerstone, Bowerstone, Greatwood. Oder Greatwood. So, wir wollen aber nach Bowerstone und dazu gehen wir jetzt nach da. Und von hier aus sieht man auch schon das kleine Dörfchen. Was will die Statue uns sagen? Ja, die zeigt uns da. Bauen. Oder dahinter. Gibt's hier irgendwas zum Abschießen? Irgendwas? Nö. Ja, vielleicht finden wir noch raus, was die Statue von uns möchte. Aber jetzt nicht, jetzt bewegen wir uns erstmal wieder in Richtung Bowerstone. Oder was heißt wieder? Zum ersten Mal eigentlich. Aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Ja, allein wird man noch häufiger kommen. So, hast du irgendwas Interessantes zu sagen? Hallo auch, Herr. Nett. So. Gehen wir mal weiter. Und ich glaube, bei Bowerstone war es so, dass man die Waffen abgeben musste. Ich glaube, das war so. Bin ich mir jetzt aber unsicher. Werden wir gleich sehen. Hey, ihr seid neu hier, stimmt's? Es gibt hier ein paar Regeln, die ihr kennen solltet. Ja, das sieht sehr danach aus. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Oh, super. Ich muss Kinder. Eure Waffen vorläufig konfiszieren. Hier gibt es Läden, Gasthöfe, jede Menge Leute, Spiele, alles Mögliche. Ja. Warum macht ihr nicht als erstes einen Abstecher in die Taverne? Es ist das Gebäude da vor euch, gleich die Straße hinauf. Oh, und haltet nach Lady Grey Ausschau. Ja, behandelt die wird später sie in einem mit Respekt. Quest auch noch, sie ist unsere Bürgermeisterin. Von Bedeutung sein. Ja, noch. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Ja. Die Geschäfte öffnen jetzt. Bowerstone, ja, wie man schon gehört hat, also die haben ja auch ihre Immer Tag- und Nachtabläufe und so, und da kommt Mace. Oder nee? Ach so, ja, Portal können wir so eine Art Schnellreisemöglichkeit, also durch die Gegend reisen. Er ist cool. Was macht der denn? Also, cool, die setzen das da wirklich auch noch hin, das wusste ich nicht. Sprechen wir mal. Ihr seid hier genau richtig. Was er so bei sich hat. Geschenke, ja, vor allem Nahrung. Also wenn wir gesunde Sachen essen, werden wir dünn, wenn wir viel Fleisch und ungesunde Sachen essen, werden wir fett. Ihr solltet Mace kennenlernen. Er ist in der Taverne. Hühnerschreck! Erschreckt ihr vielleicht Hühner? Ah ja, okay, wir haben also den Titel Hühnerschreck. Ich dachte, wir hätten gar keinen. Da sehen wir auch, was passiert, wenn man bekannt ist. Die Leute stehen um einen rum und jubeln. Was ist hier drin? Ist hier überhaupt irgendwas? Nee, aber nur ein dämliches Gebäude. Das hier sieht nach Schneider aus. Ihr seid hier so genau richtig. Zu verkaufen hat, wobei... Naja... Vielleicht sollten wir eher beim Rüstungstypen danach gucken. Wird es ja auch geben. Gruselfaktor. Dunkle. Die... Schwere Arbeiten, ja. Nehmen wir einfach mal ein paar mit. Dann, was können wir noch außer Hand? Schon Oberkörper erstmal. Ja, so ein Obergewand brauchen wir jetzt nicht. Wobei, wir sollten dringend erstmal gucken, was wir hier haben. Ich habe nämlich keine Lust, Sachen zweimal zu kaufen. Ihr solltet Mace kennenlernen. Er ist in der Taverne. Was war jetzt nochmal der Shortcut? Oh. Ah, ja. So, nein, Rüstung brauche ich. So, Hände, haben wir Lehrlingshandschuh, Dörfler und ja, okay, wir hatten die noch nicht, dann ziehen wir jetzt die jetzt mal an. Und, ja, okay, von der Zeit her würde ich mal sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Also bis dahin, Leute, ciao. Basta.